Hallo, meine lieben Uhrenfreunde. Heute möchte ich euch ein ganz besonderes Stück aus meiner Sammlung zeigen. Das ist die alte Junghans von meinem Großvater. Die Uhr ist irgendwo zwischen Ende der 40er und Mitte der 50er Jahre zu datieren. Wie man sieht, wurde sie auch gerne getragen, was für mich den Charme der Uhr ausmacht und ihr auch eine tolle Persönlichkeit gibt. Die Uhr war eh und je schon im Besitz meines schon lange verstorbenen Großvaters und wurde erst in den 80er Jahren gegen die goldene Rico, die ich euch schon einmal gezeigt habe, ausgetauscht. Das Gehäuse ist etwas berieben, ist mit seinen 33 mm aber dennoch ganz gut tragbar. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass die Uhr sehr zuverlässig und natürlich sofort anläuft. Das heißt, man macht eine Umdrehung am Aufzugsrad und schon läuft die Uhr. Den Überlieferungen zufolge wurde sie in den 70er Jahren einmal serviciert. Und seitdem ist nichts mehr passiert. Die läuft einfach. Ein absolut tolles Stück. Das Glas wurde zwar auch schon erneuert. Auch das Fixoflexband dürfte irgendwo aus den 60ern stammen. Es fehlen ein paar Index-Bausteine. Nur diese Uhr gehört einfach so. Es wäre Frevel, die jetzt zu restaurieren, vor allem weil sie einen sehr hohen persönlichen Wert hat für mich. Wie jeder weiß, ist die Firma Junghans ja seit, ja, kann man sagen, 1,5 Jahrhunderten für tolle und qualitativ hochwertige Uhren bekannt. Und zum Glück hat dieses Unternehmen die Quarzkrise auch überlebt. Ich habe mir auch kürzlich eine Junghans Driver Meister Chronoskop zugelegt, ein neuer schöner Chronograph. Eine wunderbar stilvolle Uhr, die ich euch in einem meiner nächsten Videos auch zeigen werde. Wenn euch das Video zu diesem schönen Stück Geschichte gefallen hat, lasst mir bitte ein Like da und abonniert meinen Kanal. Ich werde mich wie immer bemühen, euch tolle Stücke zu zeigen. Einerseits Vintage-Uhren, andererseits Alltagsuhren, aber auch schöne und luxuriöse Stücke werden demnächst dabei sein. Bis dahin, macht es gut und ciao.